willkommen bei Tunnelblick TV. Heute sprechen wir über Deutschland sucht den Superstar. Ja, Taj Mahal. Du meinst, du guckst den Scheiß gar nicht an, oder? Ja, nicht so häufig, aber was soll ich sagen, da sind ein paar geile Mädels dabei, aber sonst. Was sagst du denn zu dem Menderes, der da achtmal wie oft war er drin? Den kenne ich noch nicht. Also so oft gucke ich mir den Scheiß auch nicht wieder an. Doch, der ist cool. Menderes, ey, peace, Alter, du bist cool. Ich hab ihn noch nicht gesehen, Alter. Also war es einmal noch zu wenig. Ja, aber das ist ja schon, also ich glaube, den kennen mittlerweile mehr Leute als den Bohlen noch. Was, nein, ich kenne den nicht. Ja, persönlich kenne ich den auch nicht, aber ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Ja, sowas soll schon vorkommen, wa? Was hast du denn von DSDS bisher schon gesehen? Ich gucke das ja immer bei meinem Vater. Ja, der Dieter macht mich immer krank, dann schalte ich immer wieder rum. Der arrogante Arsch, ey. Das dürfen wir, glaube ich, nicht sagen, oder? Warum so ein arroganter Arsch? Das ist meine Meinung. Ich denke, wir leben in einem freien Land. Ja, naja, sonst werden wir halt verklagt, dann kommen wir ins Fernsehen. Nee, ich mag den halt nicht so, seine Art, wie er die jungen Leute so teilweise runterzieht und fertig macht und hinterher. Ja, wenn er das nicht machen würde, wird er auch nicht so viel Geld damit verdienen. Ne? Die Leute wollen das sehen, die wollen knallhart. Ja, tut mir leid, dass ich nicht so krank bin wie die allen anderen Leuten. Ist nun mal meine Einstellung. Die meisten gucken das dann nur, weil der Bohlen die immer zur Sau macht. Ja, und ich finde das halt scheiße. Ich meine, mir gefällt das persönlich nicht. Ne, man kann auch eine ganz andere Art benutzen, auch wenn die Chilis da nicht so toll sind oder sein sollen. Kennst du eigentlich Pinky und der Brain? Nö. Ach, dann spielen wir das mal ein. Das passt zu Dieter Bohlen und sein Helferlein. Die meisten werden es kennen, aber wer es nicht kennt, spielen wir es mal ein. Kannst du ruhig weiterreden, Robert? Warte, Moment. So, müsst ihr jetzt eigentlich laden. Man will ihn auch so. Würfel dazu. Also das Video spielen sich ein und zahlen. Hey, Brain! Was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Im Tierversuchslabor, da ist es geschehen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Pinky und der Brain, 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 Brain. In jeder neuen Nacht entwickelt er den Plan. Ah, ich schau aus Einbildung. Wir reden hier kaum mehr. Du hast Dieter Bohlen? Nee, nee, nicht mal, wenn der Musik läuft da. Ja. Doch, die haben da auch ein bisschen gesungen und so. Du Musik so mit Singen und Musik so. Ja, was hältst du dann von Dieter? Ja, ich sag ja halt wie bei Pinky und Brain. Oder hat da zweimal Brain, da sitzt zweimal Pinky und einmal Brain, würde ich so sagen, weißt du? Hm. Also die beiden anderen, die da sitzen, die sind hübsch anzuschauen. Also der Mann für die Mädels und die Frau für die Jungs, aber Dieter ist noch fehl am Platz, ne? Nee, Dieter ist allein wie dumm er grinst, ne? Mit seinen tollen Zähnen. Ja, die sind mit Sicherheit gut gemacht, ja. Ja, aber nee, ich meine, mag sein, dass er ein netter Mensch ist, aber so wie er sich im Fernsehen gibt, ich mag den nicht. Sein Stil, sein Typ ist nicht so mein Ding. Ja, aber er macht sein Geld, ne? Also macht sein Geld. Tja, soll er doch machen. Ich meine, ich sag doch nichts dazu. Ich sag nur, dass er mir nicht gefällt. Ja, das ist generell mit den BWLern. Er hat ja nun BWL studiert und diese Leute sind, naja, ganz speziell da. Von wegen. Meint ich? Ja, ist er dann 10 Monate getragen worden von seiner Mama oder was? Wieso ist er so speziell? Mit speziell meine ich eigentlich, dass das alles ziemliche Arschlöcher sind, die BWL studiert haben. Ja, sag doch nur so, damit jeder das ja, versteht. Aber weißt du, ich meine, wir kriegen nur Ärger wegen der Scheiße, glaube ich. Ja, dann lassen wir den Scheiß, suchen wir uns ein anderes Thema, mach weg.
Ja, aber wir haben noch bestimmt 20 Sekunden. Und bei web.de war es auf der Titelseite. Also können wir so auch noch ein bisschen Traffic abgreifen. Denke ich mal. Ja, ich meine, so toll. Außerdem ist ja eigentlich scheißegal, was wir hier für Scheiße labern. Die Leute gucken sich's an und finden so oder so lustig. Ne? Was für ein Müll reden, oder was? Die Leute haben Langeweile und gucken sich's bei YouTube an. Ja, so ist das. Ja. Haben viel Spaß, Leute. Okay, das war mal wieder eine Folge von Tunnelblick TV. Wir suchen uns ein neues Thema jetzt. Genau, dann melden wir es nochmal.